Ja, Harry sagt Hallo und guten Morgen heute am 5. August 2021, heute mal ein bisschen früher. Es ist 7:08 Uhr hier an der Schalka und gerade wird es hell. Ja, warum heute so früh? Ganz einfach, ich habe bald einen Zahnarzttermin und deswegen gehe ich früh an den Strand. Und nicht danach, da ist es mir zu spät und zu warm. Ja, so sieht es hier aus, um kurz nach 7. Noch nicht mal die Vögel sind auf, noch nicht mal Vogelgezwitscher haben wir hier. So, gerade ist das eine Licht hier ausgegangen. 19 Grad zeigt das Thermometer an. Die aktuellen Wetterdaten, die kommen etwas später, oder? 7:26 Uhr ist der Sonnenaufgang, also da habe ich noch Zeit. 20:48 ist der Untergang. Und dann haben wir Höchstwerte heute wieder um 30 Grad, Tiefstwerte, ja, gerade eben 19 Grad auch an der Hauswand. Wind 70, 66, nein, Luftfeuchtigkeit 60-70%. Und Wind nur schwach heute, 25 Stundenkilometer. So, bin noch ein bisschen durcheinander heute Morgen. Nein, natürlich nicht. Ja, sieht wieder ganz anders aus um diese Uhrzeit und 19 Grad ist schon. So, und unser Radlader ist auch schon unterwegs. Ja, was man nicht so alles sieht am frühen Morgen. Ja, so sieht man das Rio-Schild auch mal beleuchtet. Ja, was hier so einen Lärm macht, natürlich unser Radlader. So, der Müll wurde hier auch noch nicht abgeholt am Morgen. Ja, was er denn hier so genau macht. Ja, er arbeitet, er planiert. Ja, so habt ihr mal einen Eindruck hier, wie es um 7 Uhr am Strand aussieht. Ja, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, der planiert, damit die Liegestühle hier vernünftig hinkommen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Nein, da gibt es noch nichts Neues. Die Frage kam immer wieder oder kommt immer wieder. Nein, mit den Liegestühlen, da haben wir noch keine weiteren Informationen. So, aber jetzt wieder zu den wichtigen Sachen hier, natürlich zum Strand, zum Wasser.
ja, da stand ja auch der große LKW der Gemeinde, voll beladen mit irgendwelchen Geräten oder Paletten, keine Ahnung. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas, der steht ja nicht ohne Grund hier. Also ganz klar, wenn man jetzt von etwas Entfernung sieht, der mittlere Hügel wird abgetragen, so dass es ein gutes Gefälle nach unten gibt. Ja, und hier seht ihr wieder ganz deutlich den Panzer de Buro, den Bauch des Esels, so heißt es, nicht wie ich gesagt hatte, der Rücken, sondern der Bauch, Panzer de Buro. Das ist dieses Wolkenband, was ich jetzt von hier bis nach da drüben schiebt. Und das ist so ein Wetterphänomen, das sehr, sehr häufig, fast immer am Morgen ist. Und doch schon viele Leute jetzt hier unterwegs. So, und ich mache mich natürlich auch auf, und wenn die Sonne rauskommt, bin ich wieder da. Ja, so hat sich meine Planung dann verändert, und deswegen bin ich jetzt hier wieder zurückgekehrt an den Strand, ans Wasser. Ja, und das mit dem Sonnenaufgang, das ist nach wie vor immer wieder richtig schön. Jetzt die Spiegelung hier im Sand, im Trocknen sogar. Ja, also ich rate jeden, der hier auf die Insel kommt, er sollte sich zumindest einmal die Mühe machen und hier früh an den Strand gehen. Es lohnt sich. Es ist eine ganz andere Welt. Ja, jetzt schaut sogar das Hotel Faro durch die Spiegelung ein bisschen besser aus. Ja, was soll man da noch groß erklären, sagen? Die Bilder sprechen für sich. In den Bergen sieht es natürlich wieder anders aus heute Morgen. Auch gar nicht hinzoomen, man sieht eh nicht mehr.
Ja, und die Spiegelung, die ist wirklich so, damit man, da entweder man kneift die Augen zu oder setzt die Sonnenbrille auf. So, und ich trete jetzt den geordneten Rückzug an, denn, wie schon erwähnt, ich habe dann einen Zahnarzttermin und deswegen war ich ja heute Morgen ein bisschen früher unterwegs. So einfach ist das. So. Jetzt geht's in die andere Richtung. Und ihr könnt noch ein bisschen mit dabei sein und es genießen hier. Vielen Dank fürs Teilen der Video, fürs Abonnieren, fürs Weiterleiten, für Beantwortung der Kommentare und natürlich für die netten Kommentare. So, und mit diesen Aufnahmen jetzt verabschiede ich mich und sage dann bis später, wenn ihr wollt, das kleine Video heute am Strand gesehen oder dann eben zur Realität. Und wer nicht möchte, der kommt dann vielleicht morgen zum aktuellen Wettervideo hier vom Strand von Maspalomas. So, und dann sage ich hasta luego.